budget we had, we were able to buy this old factory. Before we start working on it seriously, we will have to put the electricity back on, clean the factory, and do some renovations. The previous owner left a machine in the condemned part of the factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted, but it may be just a rumor. Ja, moin Leute und damit herzlich willkommen zu Beer Factory. Genau, das Spiel kommt am 10. Januar raus und ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an die Entwickler Akel, A-K-E-L auf jeden Fall, dass sie mir das Ganze schon vorab zur Verfügung gestellt haben. Freut mich auf jeden Fall unheimlich und ja, ich habe das Spiel schon mal in der Demo reingezockt und fand das mega cool und habe den Jungs dann mal Bescheid gegeben, dass mich das Spiel doch interessiert und ja, wir werden jetzt hier ja, unsere eigene Bierfabrik bauen, erstellen, leiten, alles drum und dran. Freunde, ich bin super gespannt. Es wird auf jeden Fall ein Späßchen werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wird insane. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock. Wir ziehen uns erstmal einen Kaffee, würde ich sagen, damit wir hier auch mal schön wach werden. Und dann werden wir mal einen Blick auf den Sicherungskasten werfen, damit wir hier mal wieder den Strom einschalten. Hier fehlt nämlich aktuell eine Sicherung und die müssen wir uns mal ganz kurz beschaffen. Die liegt nämlich einmal hier und die nehmen wir jetzt und tragen sie einmal hier rein. Zack, einmal gesetzt. Wunderbar. Ja, und das ist dieser böse Francis. Den können wir gar nicht leiden. Der meint nämlich immer hier, der muss hier den ganzen Dreck hier rumschmeißen. Deswegen... Oh, herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Tuningteil erhalten. Propan. Nice. Okay, eigentlich wollte ich den nur den Müll hier nehmen. Und noch Räder, Stufe 1. Moment, wir brauchen Müll. Wir brauchen Müll und irgendein Zeug, damit wir dem mal hier eins überbrezeln können, hier dem Kollegen. Na, komm. So. Das nehmen wir nämlich jetzt mal. Und dann sollten wir das dem nämlich einfach mal kurz... Der braucht nämlich ein paar auf die Mütze, damit er hier wieder abhaut, der Kollege. Ja. Mach dich ab, Kollege. Okay, I've got it. I'm leaving. Ja, mach du mal ein Nickerchen im Boden, das läuft auch. Okay. Und wir kriegen einen Spoiler. Leute, das ist, glaube ich, alles für unseren Gabelstapler. Ja, ich hoffe, du passt jetzt hier nicht mal wieder ab, Francis. Das hier ist jetzt meine Fabrik. Meine Factory, Leute. Ja, Freunde. Also, wie gesagt, wir müssen hier auf jeden Fall eine Bierfabrik bauen. Beziehungsweise, wir haben sie ja schon gebaut. Beziehungsweise, die steht ja schon. Können wir hier abschließen? Hier ist doch offen. Warum soll ich die nochmal öffnen? Genau. Ich komme hier komplett durcheinander, Leute. Ich komme komplett durcheinander. So. Wir öffnen einmal das Gatter, denn wir müssen hier jetzt erstmal den ganzen Müll, der hier drin ist, den müssen wir hier einmal wegschmeißen. Den schmeißen wir erstmal dahinter. Zack. Ach, beinahe. Oh, wir haben gar keinen Gabelstapler. Oh, wir haben tatsächlich am Anfang hier nur so einen kleinen Hubwagen. Okay, in der Demo zum Anzocken konnte man Räder, nice, konnte man tatsächlich am Anfang mit einem Gabelstapler fahren. Und Neon. Alter, was ist denn hier los? Das ist ja mal richtig nice. Leute, das wird interessant. Das wird interessant. So, wir sollen den Müll und sollen ihn in die Tonne stellen. Erstmal nehmen wir uns hier einen Kaffee und tanken mal wieder eine Runde Energie. Ja, so geht's mir doch gleich viel besser. Eine Röstung haben wir erhalten. Eine Röstung. Wusste gar nicht, dass wir den Gabelstapler rösten können. Yay! Und getroffen. Besen-Upgrade verfügbar. Machen wir auch gleich. Erstmal schmeißen wir den Müll hier weg. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Erstmal den Müll da rein. Denn mit jedem Mal, wenn wir hier Müll wegräumen, kriegen wir nämlich auch Erfahrung bzw. Erfahrungspunkte, die uns helfen, dass wir mehr Sachen freischalten können. So. Was haben wir hier jetzt noch? Eine Mütze, die können wir nicht nehmen. Hier ist noch ein Mülleimer. Wunderbar. So, jetzt sollen wir einen Besen kaufen gehen. Da bin ich ja mal gespannt. Computer benutzen und Besen kaufen. Wunderbar, Werkzeugpreis $20. Wir haben aktuell 1099. Sollte demnach überhaupt gar kein Problem sein. So, jetzt haben wir den Besen freigeschaltet, denn ihr seht es hier links auf der Seite, da sieht es auch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das müssen wir erstmal bereinigen. Das sieht ja heiß aus hier. So, dann nehmen wir den Besen mal aus. Und dann wischen wir hier mal durch, Leute. Hier ist auch noch ein Mülleimer. Ach, ein Mülleimer sage ich. Hier ist noch ein Müllsack. Stark. Nice, wir sind eigentlich gar kein... Wir wollen gar keine Fabrik bauen. Wir sind hier eigentlich nur ein Cleaner. Wir machen hier alles sauber. Ah, habt ihr es gesehen? Auf die Kante, Leute. Auf die Kante. Ha. Naja. Knapp, knapp, knapp. So, jetzt sollen wir... Moment, wir schmeißen hier noch den Müll weg. Es geht alles so schnell. Wir machen erstmal kurz sauber. Erstmal kurz sauber. Weil wenn hier alles sauber ist, dann gibt es ja auch nichts mehr zu meckern. Können wir das auch hier wegkehren? Ne, das sind Ölflecken. Aber hier, das müssen wir noch wegkehren können. Beziehungsweise wegputzen. So. Lager, lager. Haben wir hier noch ein Tuning-Teil namens Hybrid. Okidokeli. Hier haben wir noch ein bisschen Dreck. Aber wir sind doch hier. Wir wollen doch hier eine saubere, dicke Firma haben. Also, wenn schon, dann denn schon. So. Perfekto. Können wir das hier eigentlich auch wegmachen? Nein, das können wir nicht wegmachen. Okay, dann haben wir hier sauber, da sauber. Hier haben wir noch was zum Reinigen. Da haben wir noch eine Kiste. Oh, V8? What? V8, Leute. Okay. Wir sollen einen Werkzeugtisch kaufen. Kostet $75. Auch das sollte kein Problem sein. Und demnach haben wir jetzt hier schon mal uns einen Werkzeugtisch freigeschaltet. Ziemlich geil. Also, wir können uns auch immer wieder einen Kaffee ziehen, wenn wir wollen. Und jetzt sollen wir uns erstmal an dem Rüstungstisch eine Werkzeugkiste ausrüsten und das Baumenü öffnen. Okay. Wir sollen einmal Gameplay. Wahrscheinlich sollen wir hier in die Lagerung bauen. Gehe ich mal davon aus. Oh. Oh. Ey, geil. Leute, das ist auch eine Änderung im Gegensatz zur Demo, denn da gab es vorgesehene Plätze. Nice, Leute. Okay. Moment, wir machen erstmal ganz kurz abbrechen, denn wenn wir die... Genau, ich würde gerne hier ein bisschen Platz machen. Wir stellen die mal hier draußen hin. So. Können wir die hier eigentlich... Ja, die können wir nämlich auch... Moment. Ich glaube, die können wir gleich benutzen. Ich mache mal hier noch ganz kurz ein bisschen Platz. Ich leg die mal hier rüber. Und dann setzen wir uns doch hier an der Seite erstmal ein Lager hin. Regal. Schön hier so, zack. Ja, ich würde sagen, so passt das. Wunderbar. Ah, können wir das noch umsetzen? Ah, schade. Okay, ich habe gedacht, wir könnten es noch umsetzen. Dann müssen wir das jetzt hier einmal kurz festmachen. Ich dachte, ah, da war jetzt so ein Fenster davor. Vielleicht wäre es dann geiler gewesen, wenn wir es... Ja, wenn wir es nicht gerade vors Fenster gesetzt hätten. Ich glaube, das wäre ein bisschen cooler gewesen. So. Oh, Moment. Ah, die Schraube fehlt hier noch. Hey. Weiter geht's. Moment. Anschrauben. So. Nächstes Teil. Ja, wir sind hier ein Manager, der auch am Anfang erstmal selbst Hand anlegt. Ne? Ist ja klar. Ich meine, wir haben keine Angestellten. Wir sind noch ganz am Anfang. Da müssen wir hier noch einiges selbst machen, Leute. Aber ey, ich find's cool, auch hier einfach selbst Hand anzulegen. Und ich bin selbst auch privat handwerklich sehr gut begabt. Von daher, das ist gar kein Problem für mich. Moment, ah, wir können das Objekt noch bewegen. Okidoki, cool, dann können wir es... Moment, wenn ich das jetzt hier festschraube, kann ich es dann immer noch bewegen. Das gilt es jetzt gleich mal rauszufinden. Denn dann kann ich es ja vielleicht doch noch umsetzen. So. Ja doch, ich kann es noch bewegen. Cool. Dann setzen wir das nämlich hier so ein bisschen rüber. Dahin. Ja. Jetzt müssen ich es... Ja. Also so steht es nicht direkt vorm Fenster. Ich glaube, das sieht dann besser aus. Okay, das müssen wir die einzelnen Teile einmal hier nehmen und dort dran setzen. Moment. What's wrong? Absetzen. Muss natürlich auch der richtige Knopf drücken, ist ja klar, ne? Ist ja klar, Leute. So. Nummer 1 und noch den Deckel quasi. Ups. Ups. Dann machen wir halt einen Sprung. Super. I found some subsidies for your factory. You will receive a transfer. With this amount, nice. You should be able to destroy the separation of the factory and renovate the machine in the back of the factory. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Oh, okay, nice, Leute. Also da haben auch schon anscheinend ein paar Investoren Interesse hier an dem, was wir machen, obwohl... noch nichts passiert ist, außer dass wir ein Lager gesetzt haben, beziehungsweise ein Regal und ein bisschen aufgeräumt haben. Okay, also wir sollen, Moment, wir sollen den Maschinenraum, nehme ich jetzt hier einmal. Oh Leute, guckt euch mal unser Budget an aktuell. 8.554 Dollar. Wahnsinn, Leute, das läuft. Okay, wir kaufen das hier einmal. Jetzt haben wir nämlich eine Getreideschrotmühle. Schalte die Getreidemühle frei. Ja, ist ja gut, dass wir dann schon drin waren und jetzt nochmal raus müssen. Okay. Oh, ah, ja, okay, gut. Deswegen, ne, die kostet auch ein Schweinegeld, Leute. Die kostet ein Schweinegeld. Okay, aber die... Oh, nice. Aber die brauchen wir auch, Leute. Die brauchen wir auch. Neue Rubrik im Hilfemenü verfügbar. Okidokili. Geilomat, Vertrag über den Computer annehmen. So, wir können jetzt hier Verträge gucken. Wir sollen erstmal veredeln 26 Säcke mit rohem Malzkorn. Dafür kriegen wir 715,635. What? Ja, okay. Also 715 Dollar, sagen wir einfach. Das passt am besten, glaube ich. Den nehmen wir natürlich an, logischerweise. Und dann haben wir neue Ressourcen auf dem Markt verfügbar. Ich glaube, wir müssen... Moment, müssen wir... Lieferung. 26. Wir brauchen jetzt 26. Und wir haben ja Rohmalz. Wir sollen das veredeln. Es kostet einer aber halt einen Zehner. Beziehungsweise ist ja gut. Wir brauchen jetzt hier einmal 26 Stück. Zack, 26 Stück. 260 Euro. Ab einmal hier in den Warenkorb. 10 Dollar Liefergebühr. Ordern wir. Attacke. Wunderbar, jetzt sollen wir den Palettenheber fahren. Genau, by the way, das hier ist das Fahrzeug, in dem müssen wir nachher alles wieder abladen und können dann dementsprechend unser Zeug, unsere Aufträge damit ab. Digga, guck mal nach deinem Auspuff. Der ist, glaube ich, nicht mehr so gut hier. So. Tür auf. Ja, ist das Ding laut. So, Leute, sorry, ich habe den mal ganz kurz ein bisschen leiser gedreht. Das war mir dann doch ein bisschen zu laut. Okay, wir sollen das jetzt hier einmal fahren. Okay, okay, das ist jetzt aber interessant. Nice. So. Ja, okay, Leute, das gab es tatsächlich bei der Demo nicht. Das ist schon einsame Spitze, ey. Gabel nach oben bewegen. Oh, geil, Leute, ich drehe am Rad, Alter. Wie insane ist das denn? Moment, so. Und jetzt sollen wir das hier einmal an... Nee, Moment, wir müssen ja eigentlich erstmal... Kommen wir denn jetzt hier hoch, Leute? Ja. Also hoch kann ich den ja nicht pumpen. Das macht ja keinen Sinn, ne? Das macht ja keinen Sinn. Wie komme ich denn hier aus der Misere wieder raus? Ah, Moment. Bestimmt mit F. Nee. E. Nein. Wie komme ich hier wieder raus? Hier ist a little problem, guys. Sekunde. Ich muss das mal kurz fixen. Okay, Freunde, alles klar. Wenn man es weiß nachher, dann ist es natürlich ganz einfach. Also wir fahren hier drauf, drücken einmal C, dann können wir aussteigen. Und dann einmal hier mit Q das Ganze hier anheben. Zack. Und dann können wir das gute Teil hier einfach mal wieder nutzen. Fahren hier rein. Machen das hier. Oh, das war noch nicht hoch genug. Komm, pump. Bisschen mit Vorsicht hier, ne? Und ja nicht, dass das hier gleich abkürzt alles. Ich glaube, das müsste reichen. Ich glaube, das reicht. Testen wir das einfach mal. So, jetzt lassen wir das Ganze hier wieder runter. Ah, ne, es reicht tatsächlich noch nicht. Ja, aber ich denke doch, normalerweise müssten wir das doch jetzt hier eigentlich rausbekommen. Ja, easy. Ah, oh, da ist noch eine Palette drin. Okay, das fahren wir jetzt natürlich erstmal in unser Lager und stellen das dann an unsere Malzkorn. Was war's? Malz? Genau, zu unserer... Auf jeden Fall stellen wir es jetzt erstmal zu unserer Maschine. So, hier müssen wir auch noch aufräumen, Leute. Hier sieht es auch aus wie bei Hempels. By the way, wir können Helfer einstellen. Und wenn wir dann in diese Zonen, in diese beiden gelben, einfach das Material hier reinlegen, dann geht der Helfer hin und macht den ganzen Klumpatsch nachher für uns. Was richtig, also das heißt der Helfer, unser Angestellter eher gesagt. Ne, ist ja dann unser Angestellter, der das Ganze dann einmal übernimmt. Finde ich eine richtig coole Sache, Freunde. Ah, jetzt steht da auch C für verlassen. Das ist ja gut. Das ist ja prima. Okay, dann fahren wir jetzt mal schnell hier wieder raus. Er kennt es nicht. Einfach auf die Gabeln stellen und rausgedüst hier. Ja. So macht es doch eigentlich irgendwie jeder. Auch wenn es verboten ist oder man sagt hier, ne, Arbeitssicherheit und so. Aber irgendwie macht man es dann doch, weil es irgendwie geil ist, ne? Macht dann doch schon irgendwie Fun. So, hoppala. Zack. Und dann nehmen wir noch die letzte Palette. Mal gucken, ob wir die vielleicht hier besser reinbekommen. Rausbekommen, nicht rein. So, raus damit. Oh! Ja, also sie ist draußen. Leute, sie ist draußen, ja. Sie ist auf jeden Fall draußen. Frage ist jetzt... Ja, wunderbar. Ich hab's geschafft. Sie ist draußen. Die, ja... Gekonnt, Leute. Absolut gekonnt. Also wenn jetzt irgendeiner was anderes sagt, ne, dann, nee, Freunde. Das war sowas von gekonnt. So, auf geht's. Ja, ihr wisst ja, ne, ein bisschen Spaß auf der Arbeit muss auch sein. Sonst wird's doch langweilig. Doch sonst blöd. Besken muss Sinn. Ja. Die Palette stellen wir natürlich schon mal hier drauf. Können wir dann gleich nämlich alles drin schmeißen. So. Einmal runter damit. Nicht reinschmeißen, sondern draufschmeißen natürlich. Klar. Ist ja klar, Leute. So. Und dann legen wir los. Und zwar. Zack, nehmen. Ich muss gleich. Moment, Leute. Leute, ich muss ganz kurz was umstellen. Das, nee. Das ging so nicht. Das ging so nicht. Ich musste das hier umstellen auf E. So. Absetzen. Ich mache das. Moment, Sekunde. Wir stellen noch was um. Ich lasse es jetzt einfach so, damit ist egal. Ich mache jetzt noch Absetzen auf F, weil sonst kriege ich nämlich nachher die Krise hier. Das dauert mir sonst alles lange. So, okay. Wir müssen jetzt hier einmal die Maschine anschalten. Und zwar einmal hier. Bagger. Maschine läuft. Und hier die Teile kommen jetzt da drauf. Und dann fahren die da einmal rein. Wir müssen jetzt hier alles draufschmeißen. Und dafür können wir natürlich auch dann ein paar Helfer einstellen, die das dann für uns erledigen. So. Dau! Dau! So. Jetzt los. Ah, denn das jetzt hier? War ich zu stark, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja, Leute. Ich glaube ja. So, jetzt auf jeden Fall mal die ganzen Säcke hier. Die alten Säcke hier. Alle dann in den Bunker. Vielleicht machen wir mal ganz kurz Stopp, denn wir müssen dann nämlich hier. Oh, das müssen wir erstmal reinigen, fix, Leute. Jetzt mal den Dreck da weg. Damit. Weg damit. So, und jetzt können wir hier nämlich einmal das Korn verfeinern. Attacke, auf geht's. Da kommen jetzt nämlich die einzelnen Dinger dann raus. Die müssen wir dann halt logischerweise wieder auf die Paletten packen. Das ist hier jetzt unser erster Auftrag hier am ersten Tag. Ja, wenn ich die, vielleicht gehe ich das nächste Mal hin und stelle die Palette direkt neben an. Vielleicht fällt dann alles automatisch dann da drauf, ne? Da muss ich das hier nicht mehr mit der Hand aufladen. So, wirklich. Manchmal versteckt sich da auch ein Sack. Natürlich nichts. Und ich glaube, der muss nochmal hier rein, Leute. Glaubt, der muss nochmal hier rein. In die Maschinerie. In die Maschinerie, Donai. Auf geht's, komm schon. Zacki, zacki, schneller, schneller. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Warte mal, by the way, wir können das doch, glaube ich, schneller stellen, oder? Ich kann das nur für einen Moment feststellen. Das ist ja blöd. Ich hoffe, dass man die Maschine auch irgendwie upgraden kann, dass dieser Hebel einfach logischerweise bleibt, ne? So, komm, zack, zack, zack. Attacke, 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 Attacke. So. Und dann wieder. Guck, hier haben wir schon wieder ein bisschen Dreck. Das ist nix. Dann einmal das Korn wieder verfeinern. Ja geil, seht ihr, es läuft doch. Fallen alle automatisch jetzt rein. Perfekt, beziehungsweise drauf. Ist doch einsame Spitze, Leute. Insane. Direkt schon automatisiert. Direkt schon automatisiert. So, aber ich glaube, alle passen ja nicht drauf. Können ja auch gar nicht. Okay, das sieht doch auch wieder aus, als ob es falsch wäre, oder? Das müssen wir nochmal hier durchmachen, Leute. Das müssen wir nochmal hier reinmachen. Das ist das Korn immer gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt schreit doch nicht alle so. Ich beeile mich doch schon. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Ja, immer mit der Ruhe, Leute. Kein Stress hier. Wir sind auf der Arbeit, Leute. Wir sind auf der Arbeit. Da brauchen wir jetzt keinen Stress. Na komm, nimm damit. Hoch damit. Ja, und raus. So, ab geht's. So, jetzt müssen wir das nämlich einmal schnell hier an das Fahrzeug bringen. Wir müssen die jetzt nicht mit der Hand einladen, das wäre echt ein bisschen blöd. Nee, oder? Muss ich die jetzt mit der Hand da reinschmeißen? Nee, oder? Hey, sag mal. So. Irgendwas stört hier. Irgendwas stört hier, Leute. Okay, Moment. Gucken wir mal. Können wir die jetzt alle da reinwerfen? It looks like. It goddamn looks like. Nein, mit dem Zeug, dann auf geht's, komm, alles in damit. In den Bunker. Ich weiß ja nicht, ne? Ich würde jetzt eigentlich sagen, das muss hier mit der Palette transportiert werden, aber... Vielleicht muss das auch. Moment, weil da steht nämlich, kaufe einen Gabelstapler. Vielleicht müssen wir das doch. Leute, ich habe eine ganz blöde Vorahnung. Das muss alles mit dem Gabelstapler gemacht werden. Naja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? In jedem Anfang, jeder Anfang ist schwer. Kann man nichts machen. Und guckt mal hier, ich habe es ja schneller wieder eingeräumt, als ich es ausgeräumt habe. Läuft doch. Okay, Moment, wir kaufen schnell mal einen Gabelstapler. Wir kaufen schnell mal einen Gabelstapler. Und machen uns noch einen Kaffee. Also, Upgrades. Gabelstapler. 500 kostet der. Heidi Witzka. Bam! Gabelstapler freigeschaltet, Leute. Jetzt wird's schnell. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht es los. So, hier ist die eine Gabel. Und da hinten ist die andere Gabel. Wunderbar. Die müssen wir jetzt mal hier montieren. Zack. An der Gabel haben wir hier. Zack. Yes, go. Yes, yes, yes. So, jetzt holen wir den mal wieder raus hier. Wir fahren den mal hier rein. Oh, das wird ja auch nett. So, jetzt fahren wir mit dem Gabelstapler, Freunde. Auf geht's. Attacke. Motor einmal ein. Ah, Moment. Das war natürlich doof. Von mir. Fahrzeug, Schalter, Motor ein. Machen wir einfach F. F wie Motor an, ne? So. Okay. Uiuiuiui, der hat aber, der ist hier, ja, der ist hier ziemlich, hat der auch eine, kann der auch bremsen eigentlich? Der rollt so viel. Wisst ihr, wie ich meine? Der hat keine Motorbremse so. Man muss ziemlich lange drücken. Jetzt egal. Oh. wir das erstmal hier wieder ein bisschen raus. Eieieiei. Leute, das ist halt mir nicht böse, gell? Ja, das ist gar nicht so leicht. Ja. Wieso kann ich das noch nicht? Das hängt hier in der Ecke ein bisschen fest. Deswegen kann ich das nicht verankern. Jetzt kann ich es verankern. Sehr gut. So. Hab's. Leute, hab's. So. Genau. Das wollte ich nämlich sehen. Das muss nämlich mit dem Gabelstapler da rein. So, jetzt fährt er natürlich erstmal weg, glaube ich. Aber ist nicht so schlimm. Wir holen natürlich dann direkt die andere Palette. Das sollte ja gar kein Thema sein. Moment. Wir machen das natürlich anders. Wir nehmen... Können wir die tragen? By the way, können wir die tragen? Ah ja, super. Das ist schon mal gut. Ist noch gut wäre, wenn wir die so ein bisschen wegsetzen könnten. Kann ich die weiter hier vorne nehmen? Nee, leider nicht. Okay, aber nicht so schlimm, Leute. Das ist nicht so schlimm. Hä, was ist denn mit denen? Die wollen nicht, Leute. Die wollen nicht. Dann halt... Noch einmal, ne? Die machen wir nochmal. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem, Leute. So. Da drauf. Moment. Wir setzen jetzt die Palette einfach direkt hier davor. Dann kommen die da raus und dann sollten die da eigentlich direkt dort... Hier ist ein Dreck da, ey. Was ist damit jetzt hier? Brauchen jemanden, der hier aufräumt. Das macht eigentlich ein netter Chef. Ah, jetzt ist es schwarz. Ja. Da sind sie doch. Sehr gut. Okay, schnell zum Gabelstapler. Zack. Easy. So, das Ding hier wieder runter. Ist er denn hier? Fahr das jetzt so raus, ist mir jetzt egal. Ja, es geht, guck, geht auch so. Kein Problem. Geht auch so. Okay, jetzt müssen wir es aber halt da drauf kriegen, ne? By the way, habe ich irgendwie einen Sack zu früh gekauft? Oder haben wir einen umsonst bekommen? Oder was ist hier Phase? Mit erzählen, dass du hier wegen der Palette nicht rauskommst oder was? Ich weiß ja auch nicht, ich glaube die Palette ist zu leicht. Das ist jetzt einfach hier. So, da muss man aber ein bisschen hin und her rangieren, damit das läuft. Aber wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Einsame Pizze. So, runter die Maschinerie. Ah, sehen wir nicht sexy aus? Geilomat. So, aus das Ding hier. So, jetzt sollen wir den Auftrag abgeben. Machen wir natürlich. Gar kein Problem. Sehr gerne sogar. Bestätigen, $715. Easy. Und 36 Rufpunkte. Stark. Nächster Vertrag in 30 Sekunden. Wir sollen jetzt eine Gasflasche finden noch, Leute. Okay. Ja, ja, da genau. Da habe ich es doch vorhin auch gesehen. Und tanke den Gabelstapler auf. Den müssen wir, glaube ich, nur einmal austauschen. Fertig. Voilà. Und nicht losfahren. So, kaufe einen Palettenplatz, geh zu deiner Werkzeugkasten und öffne das Baumenü. Moment, ich mache mal ganz kurz noch den Dreck hier weg, Kollege. Ab einer. Also, wir sollen kaufe... Wieso... Was soll das hier? Hm. Kaufe einen Palettenplatz. Genau, geh jetzt zu deinem Werkzeugkasten und öffne das Baumenü. Achso, Moment. Werkzeugkasten, Baumenü. Ein Platz für Paletten. Ja, und jetzt, wo soll ich den hinmachen? Ja, wo soll ich den... Soll ich den random einfach irgendwo hinmachen, oder was? Dann, Oder soll der da vorne hin? Ne, nach draußen geht nicht, Leute. Machen wir hier hin. Machen wir hier hin. Schön hier so. Yes. Okay. Wechsle in den Verwaltungsmodus. Standardtaste Tab und verbinde einen Arbeitsplatz. Orangener Anker mit deinem neuen Palettenplatz. Damit legst du fest, wo die Mitarbeiter die benötigten Rohstoffe abholen. Ach so. Also ich fahre die dann da rein und die holen den Bums dann da ab. Okay. Nice. Jetzt bin ich aber baff, Leute. Moment. Jetzt weiß ich nur nicht, wie. Wechsle in den Verwaltungsmodus, aber... Moment, ach so, Moment. Muss ich jetzt hier drauf gehen? Ah, hier! Neue Verbindung. Ich knick ab, Leute. Ich knick ab. Geil. Ey, geil. Leute, okay, sehr geil. Okay, jetzt sollen wir noch einen neuen Mitarbeiter anheuern. Beziehungsweise, das heißt einen neuen. Unseren ersten Mitarbeiter. Unseren ersten. Okay, der Derek Johnson. Oh, der Derek Johnson. Na, DJ? Falls du das siehst, ne? Du weißt zwar nicht Derek, sondern Dominik, aber einer meiner sehr guten Freunde heißt Dominik Johnson. Von daher... Super, der Derek Johnson. DJ, ich wusste schon immer, dass du irgendwann mal für mich arbeitest. Okay, den stellen wir natürlich ein. Für 7,50 Euro, $7,50 die Stunde. Ja, sehe ich so. Sehe ich so. Alright, dann interagieren wir mal mit unserem neuen Mitarbeiter. Wo ist er denn überhaupt? DJ, wo ziehst du wieder rum? DJ! Da drinnen läuft er. Da ist er, da ist er. So. Wir sollen jetzt, bringe deinen Mitarbeiter auf ein höheres Level. Du kannst warten, bis er von Selbsterfahrung sammelt, oder du kannst einen Kurs kaufen, um es zu beschleunigen. Wollen wir den jetzt echt direkt schon auf ein höheres Level bringen? Okay, Upgrade. Weise deinen Mitarbeiter den Einfüllstutzen der Getreidemühle zu. Okay, arbeiten. Wir können auch sagen, er soll reinigen. Okay. Ah, so nice, okay. Arbeitsplatz zuweisen. Ja, dann komm mal mit, mein Freund. Komm mal hier mit. Ist das jetzt das hier oder ist es das hier? I'm not sure, guys. Ich glaube das. Okay. Du, mein Freund, machst dann das. Okay? Perfekt. Okay, Leute. Das war's auf jeden Fall für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich wieder super gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht, das kostenlose Abo mitzunehmen und aktiviert die Glocke, wenn ihr weiteres hier beim Beer Factory, bei unserer neuen Fabrik, bei unserer neuen Produktionsstätte hier nicht verpassen wollt. By the way, natürlich, falls ihr das Spiel gerne selbst spielen wollt, dann Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Wie gesagt, kommt am 10. Januar raus und falls ihr irgendwelche Tipps und Anregungen habt, dann natürlich gerne in die Kommentare damit. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall beim nächsten Mal, denn da geht es dann weiter. Dann kaufen wir erstmal 50 Säcke Malz und dann werden die erstmal von unserem Mitarbeiter geschrotet. Ja Leute, wenn es euch wie gesagt gefallen hat, dann Däumchen, Abo, Glöckchen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Dann auf die nächste Folge und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.